Juhu! So, weiter geht's mit Pullover Markus. Ihr seht, was ich gemacht habe. Ich habe keine Abnahmen an beiden Ärmeln vorgenommen. Ich habe einfach gerade runtergehäkelt. Ja? Mit Stäbchen. Und jetzt geht es. Jetzt geht's so weiter, dass wir diese beiden, nicht das oben, nicht, das ist ja der Halsausschnitt, die beiden Ärmel erstmal an den Nähten zusammen häkeln müssen. Das werde ich auch ein bisschen anders machen als gewöhnlich. Und dann quasi am Ärmel lang runter am Körper. Ja, einfach an beiden Seiten der Länge nach zusammenhäkeln. Und das machen wir dann jetzt mal. So, ich bringe mich dann mal in Position, weil ich habe jetzt auch festgestellt, wenn ich die Videos mir selbst anschaue, was ich ja dann doch tue, dass ich euch viel zu oft Teppichboden zeige. Beziehungsweise Teppich ist es ja gar nicht, Mensch. Ich sag's euch, Leute, die Wärme, die macht einen fertig. Den Boden natürlich, das Laminat. So, und dann habe ich mir gedacht, mache ich es jetzt mal ein bisschen anders und zeige euch mal mein Gesicht. Es war auch nicht gerade so prickelnd, aber besser. Besser als immer nur Teppich, schon wieder Teppich, als immer nur einen Boden zu sehen. So. Dann lasst uns mal mit dem Ärmel der Naht lang anfangen. Jetzt hätte ich fast auf Beenden gedrückt. Ich sag's euch. Es ist genau. So. Ganz an der Spitze ist ja klar. Ich versuche ich mal ein bisschen weiter weg. Geht leider nicht mehr weiter weg. Es ist schon so weit weg. Gut. Dann wissen wir das auch. Einfach miteinander verbinden erstmal. Zack. So, jetzt mache ich zwei Luftmaschen. Warum zwei? Damit man da einfach besser in den Ärmel kommt. Obwohl, hier könnte ich auch nur eine machen. Da kommt er locker ja, nee, komm, lass mal. Machen wir an beiden. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich doof Mann. Habe ich jetzt etwa das auf der falschen Seite? Natürlich. Es ist, glaube ich, die verkehrte Seite, an der ich gerade das schließen möchte. Oh mein Gott. Wo sind denn jetzt? Nee, doch nicht. Ist doch die richtige Seite. Es ist die Innenseite, weil ich gerade die Fäden gesehen habe. Und die Fäden sagen mir, ich bin auf der richtigen Seite, obwohl es wäre eigentlich auch dann letztlich ganz egal. Man kann das Ding umdrehen, das sieht von beiden Seiten gleich aus. Hoppla, da war das Handy fast weg. So, dann lasst uns mal loslegen. Da, wo man nicht in die Maschen einstechen kann, einfach in diese Randstäbchen einhäkeln. Das geht auch. Man muss sich nicht noch mehr verrückt machen, ne? Manchmal ist Häkeln und Stricken auch einfach wirklich schwierig. Ich gebe das ja zu, ne? Aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, sich was Schönes zu kreieren. Ob nun nach Anleitung oder eigenes Design, egal. Es macht Spaß. So. Immer schön beide Nähte aufeinander.
Ja, die Wärme. Das Garn rollt nicht so zwischen den Fingern, wie es soll. Ihr seht ja, was ich hier mache, ne? Immer zwei Kanten aufeinander und feste Masche. In meinem Fall mache ich zwei Luftmaschen. Einfach damit die Naht noch nachgibt. Bisschen mehr nachgibt als sonst. Das mache ich jetzt mal alleine bis zu diesem Punkt, wo die Maschenmarkierer dran sind, also Armloch genannt. Und dann sehen wir uns wieder.